Servus Europa, Cello 385 und Abdrahi beim Punchline-Quiz auf Splash Mac. Das Splash Mac im Punchline-Quiz, heute mit Cello und Abdi, was geht? Servus. Ich habe 10 Punchlines für euch und ihr habt 3 Auswahlmöglichkeiten. 10 Punchlines, ihr mal schauen, was ihr so errät. Ich fange einfach mal an mit der ersten Punchline. Wir gucken auch nicht hin, ja. Ihr guckt auch nicht hin, ja gut, sehr schön. Ich habe auch eine schlechte Schrift. Kein Problem. So, erste Line. Okay. Du kannst mit Jogginghose rausgehen und du brauchst dich nicht schämen, weil die Frauen hier draußen auch so aussehen. Siu, Hata oder Oleg Sesh? Das kennen wir, weil wir das früher gefeiert haben, Hata. Ja, richtig, sehr schön. Ich wusste es nicht, sorry. Entschuldigung, Khatar. Warte, das ist das Lied, das du feierst. Welches? Ich will hier weg. Ah, Walla! Ich will hier nicht weg. Nicht weg. Schönen Grüße an Sammy übrigens und Khatar. Das ist es, oder? Das ist es. Ja, der Song ist da. Danke. Fetter Song. War Walid damals gewesen. Auch heute noch. Ja, Mann. Geiler Song. Sehr schön. Dann können wir direkt weitermachen mit der zweiten. Logo. Mach nicht so ein Larry, du Opfer. Ich krieg jede und sieh aus wie Harry Potter. DCV, DNS, Prinz Porno oder Casper? Ich würde jetzt vor den DNS sagen. Was sagt er? Er sagt Harry Potter? Ja, ich sehe aus wie Harry Potter. Und was, DNS? Was ist der? DCV, DNS, Prinz Porno oder Casper? Ja, Prinz Porno, Mann. Achso, sieht auch aus wie Harry Potter. Ist auch richtig Harry Potter, Alter, im Gegensatz zu DCV, DNS. Achso, DCV, DNS sieht aus wie Harry Flotter. Nein, ey, was DCV, DNS? Ich halte das Mic immer noch. Nein, ah, sorry. Also der DCV DNS ist für mich jetzt nicht so ein Harry Potter Typ, der ist mehr für mich so ein Psychopathentyp. So, du weißt gar nicht, so. Du denkst dir so ein Harry Potter, auf einmal du drehst um, der rotzt dir so auf den Hals, so, weißt du, und dann drehst du, alles klar und so, weißt du. So. Ich hab nur wegen Brille direkt an Harry Flotter gedacht, auf jeden Fall. Wir haben alle 3 Brillen. Nee, Kasper nicht, gell? Nein. Doch, Kasper auch, oder? Nee. Okay, ja, Porno. Schönen Grüße an DCV DNS trotzdem. Porno ist richtig, sehr schön. Wie steht's jetzt? Ihr habt 2-0 für mich. Ihr habt 2 richtig. Ach, ihr seid nicht. Nein, ihr seid so. Zusammen. Ihr seid zusammen. Aha. Ihr müsst, also. Wen? Ich habe vorher zum Beispiel mit Kollege eins gemacht, der hat 10 von 10 gehabt. MC René hat 10 von 10 gehabt. So, ihr könnt euch da einreihen. Jetzt haben wir jetzt 2 von 0. Ihr habt jetzt 2 zwei von 10. 2 von 10, ja. Ja, genau. Okay. Ich mache jetzt einfach mal die dritte, ja? Jetzt muss ich auf jeden Fall auf die Antworten lunzen. Okay. Passt auf. Feinste Poesie in Hessen und trotzdem wollt ihr stressen, mich testen, euch mit mir messen. Richtig, sehr schön. Perfekt. Ja. Jambus Pelem und Tigri Thomas H. Martin Haas, 3P, Palan Power Productions, Frankfurt am Main. Ich hab die CDs durchgehört, den auswendig kenne ich. Ja, hab ich mir schon gedacht. Sehr schön. Vierte Line. Jeden Tag auf der Jagd nach dem Hasen, so wie bei Alice im Wunderland. Jeden Tag high, sonst kann ich nicht schlafen, unter meinem Bett liegen 100 Gramm. Masimoto, Hannibal oder Bones MC? Sag mir nochmal die Line. Kannst du es auch flown wie die? Ja, das wäre dann zu leicht wahrscheinlich. Ja. Okay, flown nur ein bisschen. Nur angeflohen. Nur leicht angeflohen. Jeden Tag auf der Jagd nach dem Hasen, so wie bei Alice im Wunderland. Jeden Tag Mann, Mann. Also wie? Ist die Stimme höher oder tiefer? Nee, das ist. Ja, Bones ist richtig. Guck, deswegen hast du es nicht angeflohnt, gell? Das ist. Guck, ja, sonst. Aber Bones hat auch einen Typ schmackhafte Stimme. Hätte ich die Stimme tiefer krass gestellt, dann. Okay, aber das war ja nur leicht angeflohnt. Und ich hab's direkt rausgeholt. Ja. Krass. Ja, stimmt. Bones. Sehr schön. Schönen Grüße an Bones MC. Gruß 187. Hannibal, so. Nordweststadt, Hamburg, Connecté. Ja, ihr seid sehr gut dabei. 5. Line jetzt schon. Oh, alle Bruder machen langsam einen nach der anderen. Bruder, Pause, warte mal kurz. Okay, chill. Bereit? Das ist jetzt eine sehr kurze Line. Ja. Was? Alle Geierland. Was ist jetzt die Line? Nein. Das ist gut. Warte, pass auf. Jetzt kommt die Line, ja? Endlich. Ich schmeiß einen Felsbrocken in dein Studio. Kollege, massiv oder Farid? Massiv! Ja! Sag mal bitte, wer zur Auswahl stand. Aber wie heißt das? Sag mal erstmal die Line und dann die Auswahl. Ich schmeiß einen Felsbrocken in dein Studio. Mit doppelter Schallgeschwindigkeit. Ich schmeiß die Novoline in deine Fresse. Schön Grüße am Massiv, Wesim Taha. Wir haben letztens online FIFA gespielt. Ich hab gewonnen. Unser Wetteinsatz war Headliner bei irgendwas und so. Auf jeden Fall, gell? Weißt du noch, Brandt? Headliner beim Splash Mac. Genau. Schöne Grüße an sehr gut. Ja, nochmal zur Auswahl. Massiv war Kollege und Farid Bang.
Okay, ja, massiv, das ist ganz, also, weil das ist ja so ein einfacher Satz, Ausrufezeichen ist mehr auch nicht. Ja, ich musste direkt an Novolein in deine Fresse denken, Digga, Alter. Geil, der Typ auf jeden Fall. Sag nochmal den Satz. Ich schmeiß einen Felsbrocken in dein Studio. Felsbrocken, so. Aber stell dich mal bildlich vor, bitte, Bruder. Oder so ein Novolein ins Gesicht zu bekommen. Boah, Bruder. Ach, ja, Rico. Ich mag das bei Massiv. Ey, so. Ich find's obergeil, Alter. Ich feier Massiv schon sehr lange, seit dem Ghetto-Lied, Alter. Auf jeden Fall Massiv-Baba-Typ. Hat gemacht. Alles 99 Cent, Riga. Sehr schön, sehr schön. Sechste Line, soll ich machen? Loslegen? Okay. Kein Bock auf C&A Billighemden. Ich brauche. Hannibal. Ja, ja. Das ist leicht, ne? Das habe ich mir gerade schon vorher gedacht. Das ist sehr frisches Album von dem gerade, ja. Das ist aus dem hier Extrablatt-Track. Ne, ach so, ja genau, so weißt du. Wir performen es so immer, wenn der Hanni mit uns auf Tour geht. Ja. Ach so, stimmt ja. Ich boah, Dick mir in den Händen. Ja. Gesagt, getan. War immer klar, Nordwest haben gesagt. Egal ob Ki oder Gramm, kommt die Lieferung an, dann wird wieder geschnappt. Habibi. Das ist ein Krieger aus Stahl. Jetzt wissen wir, ob sie für seine Lieder bezahlen. Und wenn ich bin, Schracktag wieder im Park, so wie 2002, Deal im Park, so Mist. Hannibal, ja. T3. Perfekt. Siebte Line. Jetzt? Ihr habt jetzt 6 von 10 richtig. Ja. Läuft. Achiro. Läuft durch. Siebte Line. Ja. Frankfurt am Main hat viel mehr als nur Block, Street, Ghettos und G's. In meinem Kopf fließt oft viel Melancholie. Azad, Tone warte, oder... Warte mal. Frankfurt am Main, Melancholie. Das können natürlich viele Rapper schon mal sein. Okay, weiter. Azad, Tone oder Credibil sind zur Auswahl. Oh, das ist schwer. Sag mal nochmal. Frankfurt am Main hat viel mehr als nur Block, Street, Ghettos. Warte mal. Frankfurt. Kannst du es ein bisschen flowen? Nur ein bisschen. Nur leicht. Frankfurt am Main hat viel mehr als nur Block, Street, Ghettos und G's in meinem Kopf. Credibil. Richtig. Weil du nicht geflowt hast. Ja. Ist ja auch ein Flow, aber ich meine jetzt so. Also. Okay. Wir sind gut dabei, ja? Ihr seid Hammer. Dankeschön. Achte Line? Ja. Okay. Das ist die zweite Strophe, denn Gras ist keine Einstiegsdroge. Das ist, da ist garantiert kein Keks mehr in der Leibniz-Dose. Das ist Masimoto, sein neuer Track, ja. Anti-Legalized. Ja, Legalized. Grüße an Martin. Ich hab das gehört, das Lied. Ja, sehr schön, sehr der schön. Der kommt am selben Tag wie wir. 12. Juni, Akupunktur. Nein, bon chance. Aber holt auch Akupunktur. Beides. Hinterhofjargon auch. Ja. Und Mietwagen-Tape könnt ihr auch kaufen. Ich hab schon Baba Überblick über mein Leben, gell? Ey. Schönen Grüße an Martin, ich habe mir das Lied angehört, das ist schon geil, Alter. Da waren noch ein paar andere geile Lines dabei. 12. Juni, Bonne Chance und, wie heißt das Album? Grüner Rauch. Das heißt, wie heißt Grüner das Rauch. Denn? Nein, ich weiß es, irgendwas krasses. Nibelungenallee. Ring der Nibelungen. Ah, genau. Nibelungenallee. Bei uns gibt es Nibelungenallee in Frankfurt. Krass. Nibelungensage, gell? Leute, gut. Unterstützt gute Musik, 12. Juni. Ja! Okay, wir sind jetzt noch eins vor dem Hall of Fame. Nee, ihr habt noch zwei, ihr habt noch zwei. Oh, das ist jetzt nicht das neunte. Das ist jetzt das neunte. Ah. Das kommt jetzt erst. Aber ihr seid ja gut dabei, das kriegt ihr schon hin. Damals sprang mein Opa auf einen dreckigen Lastwagen. Schaut uns heute an, wir sind Canucks, die was haben. Echo, Vaisel oder Cracker Valley? Boah, das könnte... Boah, das ist schwer. Das ist Cracker Valley, weil... Nein, warte! Wesel ist es auch nicht. Wesel hat es nicht gesagt. Ich Echo weiß. Ist es auch nicht. Doch, es ist Echo, ja. Doch, es ist schon Echo. Okay, warte mal. Flo's mal? Nur leicht. Ja, du musst runterreden. Das. Ja, das soll ja nicht. Alle drei sind ja von uns sehr gute Freunde. Ja. Sorry, Jungs, dass ich jetzt so schwarz von wem das ist. Bruder, hast du nicht gehört? Ich hab doch gerade gesagt, Akupunktur kommt bald raus. Alles. Gigi, alle. Flo mal leicht an. Nein. Ihr müsst das jetzt erraten. Oh. Mach mal hohe Stimme oder tiefe Stimme? Ist eine tiefe Stimme oder? Hör mal zu. Im Anzug, guck mal. Es ist nicht Vaisel. Okay. Oder ist es Vaisel? Okay. Komm. Dings. Es ist auch nicht Echo, weil Echo andere Reimschemata hat. Sag mal, ist nicht, das kannst du nicht sagen. Echo ist ja. Dreckigen Lastwagen Canucks, die was haben, ist der Reim. Das ist Echo. Ich würde nicht Canucks sagen. Ah, was würde der sagen? Kanaken.
Kanakos, Los Kanakos. Okay, ist es Echo. Ich würde Kanaken sagen und Echo würde Kanex sagen, ja. Egal, wo du mit deinen Leuten chillst. Echo ist richtig. Sehr schön. Perfekt. 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 Und Gruß an alle Jungs. Hey, sorry Jungs, ich hab grad 12. Juni 2015 Akupunktur angeworben. Smell ja. Okay, letzte Line jetzt. Ja. Abtönt. Wir feiern noch weiter. Dampf wie ein Raster im Park, währenddessen hängen sich motherfucking Cups an meinen Arsch. Motherfucking Cups. Das ist schon gut. Sio, Masimoto oder Crow? Nochmal, das ist krass jetzt. Dampf wie ein Raster im Park, währenddessen hängen sich motherfucking Cups an meinen Arsch. Sio, Masimoto oder Crow? Crow. Sio hätte noch einen Reim dazwischen gepackt, also noch eine Punchline drauf. Der hat gesagt, Corbis. Ne, das ist nicht Sio. Und wer noch? Masimoto oder Crow? Crow. Masimoto hat mit Cops nichts zu tun, der ist Außerirdischer. Den jagt höchstens die Weltallarmee, haben wir noch heute alle. Galactica jagt den höchstens und das ist Crow, Digga. Und ich denke mal, zum Abschluss würde ich sagen, weil das ist so, man wird nie denken, hey, das wird doch nie Crow sagen. Es ist Crow. Ist er's? Ist richtig. Ich weiß, welches Lied. Siehst du? Wie heißt das Lied, sag mal? Koplauf. Da rappt er auch über so eine Chicks. Hat es irgendwas mit einer Chicks zu tun? Ja. Ich hab's gehört, es war ein cooles Lied, Alter. Ja. Deswegen. Ja, schöne Grüße an Carlo. Bruder Carlo. Ja, perfekt. 10 von 10. Da sind wir jetzt im Finale. Ihr habt es geschafft, Alter. Krieg ich jetzt einen Slot auf dem Splash. Alle, gib mal richtig so ein Leitungswasser aus, dann sind wir quitt, Alter. Ja, perfekt. Dankeschön. Hey Jungs, nochmal Wessel, Echo und nicht vergessen, 12.6. Akupunktur Born Chance kaufen und in den Läden oder auf iTunes sogar und abonniert, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, das Flashback Magazin, die sind auch. Hey, sorry nochmal an Wessel, Echo und Cracker Valley, Jungs, gell, tut mir leid. Aber ja, richtig. Wenn ihr euch noch Akupunktur geholt habt, tut's euch. Alles klar, Dankeschön, das war's. Ich kassiere WWchen wie Strafzettel fürs Falschparken. Wow. Alles klar. Wunder, dass ich euch im Schlafbattle die Halbstarken kann. Yes. Problem. Perfekt. Ich chill backstage bei Torch, kotz in die Ecke und gucke ihn an, als ob ich dafür Props verdient hätte. Hab ich auch schon gehört, Edgar Wasser, Tony L. oder Dirty Maulwurf?